Ihr seht, das liegt alles im Auge des Betrachters. Jemand erzählt eine Geschichte, ein paar vage Details, nicht? Du formst daraus eine tragische Erzählung. Die Schwäche einer Frau für Romantik ist ihr Verderben und genauso siehst du das Leben. Du hingegen, du nimmst diese Details und machst daraus eine amüsante Romanze. Toll, das ist deine Sicht auf das Leben, aber offensichtlich gibt es keinen eindeutigen Kern, den man festmachen kann. Na, die humoristischen Momente existieren doch. Ich beute sie aus, aber wisst ihr, sie existieren innerhalb eines insgesamt tragischen Rahmens. Ach, übrigens geht einer zu Phil Dorfmans Beerdigung nächste Woche. Ja, ich glaube, wir müssen da. Arme Phil, er ist plötzlich umgekippt, Herzanfall. Und er kam gerade von einem Kardiogramm, das bestens war. Oh. Ich hasse Beerdigungen. Geht mir auch so. Ich muss immer an der falschen Stelle lachen. Seht ihr, genau das meine ich ja. Wir lachen. Damit maskieren wir unsere reale Angst vor der Sterblichkeit. Ich hatte nicht vor, auf das Thema Beerdigung zu kommen. Das macht nichts. Also ernsthaft, wie kann es eine romantische, komische Welt sein, wenn man nicht seinem Kardiogramm trauen kann? Ich will verbrannt werden. Jetzt? Oder nach deinem Tod? Hört auf, lassen wir das Thema. Das sollte eine unbekümmerte, lustige Runde werden. Oh Gott. Trinken wir auf die guten Zeiten des Lebens. Komisch oder tragisch, wichtig ist bloß eins. Genießen wir das Leben, solange wir können. Genau. Wir bekommen schließlich alle nur einen Durchgang. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und ein perfektes Kardiogramm oder nicht, wenn man es am wenigsten erwartet, ist ohne Warnung Ende. Thank you.